Ich möchte ein Busfahrer sein, das wäre wunderbar. Ein Busfahrer sein, das ist doch sonnenklar. Ein Busfahrer sein, alles tun, was ein Busfahrer tut. Ein Busfahrer will ich sein, so wie du. Moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich willkommen zum Fernbus Simulator Alligator! Ja, ihr wisst ja, ich bin euer Lieblingsbusfahrer. Katzen finde ich richtig kacki, Alter. Ich habe, glaube ich, im Laufe meiner Karriere bei der Aller Ultras GmbH Busorganisation ungefähr 2500 Bilder von Katzen über Instagram geschickt bekommen. Irgendwann reicht's mir. Viele Leute haben gesagt, Kalle, Fernbus Simulator könnte auch was für dich sein. Ja, und hier sind wir jetzt, ne? Ja. Man muss doch mal Bus fahren, wenn man kein Auto hat. Oder so. Bitte wähle einen Spielmodus. Du kannst diesen Modus später im Routeneditor ändern. Wir wollen eine astreine Karriere starten. Ist doch klar, wir müssen uns doch hier wieder einen Namen machen mit der Aller Ultras GmbH, den wir exportieren. Das ist klar. Berlin-Schwerin. Das reimt sich sogar ein bisschen. Alles klar, wie viele Kilometer? 280 Kilometer. Ungefähr 3 Stunden, 11 Minuten. Okay, dann rein in den Holger, ne? So. Steuerungsmodus. Jo, realistisch. Oh, der hat ein grünes Hemd. Aber es passt nicht bei mir wegen der Wand hinten, verstehst du? Ich würde klassisch bleiben. Ehre 28. Oh, ich kann auch die Colors hier anpassen. You gotta pimp my Fahrzeug, Alter. Aber es sieht ein bisschen nach HSV aus, ne? Ja, aber HSV mögen wir eigentlich nicht, ne? Wir sind ja nicht so der HSV. Aua. Aua, 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 schreit der HSVer. Denn wir sehen sie niemals wieder. Die spielen ja in der zweiten Liga, ne? So, jetzt Abfahrt. So, ich würde jetzt einfach mit dem Default-Skin erstmal fahren. Wir können ja mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwann nochmal irgendwie einen reinschieben. In die Konfiguration. Nicht lang schnacken, ab in die Karton, ne? Die lila Kuh ist eine Lüge. Alter, das sieht ja richtig realistisch aus. Aber ich sehe schon, hier ist Bewegungsunschärfe drin. Das wollen wir nicht. Bewegungsunschärfe 0. Weiß auch nicht, warum die das immer einbauen in so Spielchen. Wenn ich durch die Gegend laufe, habe ich da auch nicht die ganze Zeit Bewegungsunschärfe auf der Linse. Soldat, was ist das denn hier? Das ist ein astreines Regal in der Wand. Also das finde ich super, dass sie das in die Wand eingebaut haben. Weil das spart Platz und dann hat man auch mehr davon. Geil, Alter. Sind das Pakete von Amazon? Was glaubt ihr, welcher Postbote hat das hier abgeliefert? DHL? Ups, oder die Hermes Boys? Erfurt, Kassel, 9 Euro? Ah, hier ist Ehre! Beere! Jetzt steht da Beere, weil ich aus Berlin komme. Habe ich nicht nachgedacht. Das ist mein Bus, ne? So. Gucken wir uns den Gerät mal an. Gut, wie komme ich jetzt hier in meinen Seat rein? Hinsetzen, C. E zum Zünden. Siehst du, das ist mal eine Anweisung. Nicht hier wie beim... Guck mal, wie cool. Dein altes Smartphone hier sieht doch aus wie neu. Brauchst du es noch? Könnte ich wirklich gut bei ebay.de verkaufen. eBay, eBay, eBay. Manchmal glaube ich wirklich, dass du nur für eBay hier bist. Was? Ey, da habe ich gerade Joko voll gelabert mit eBay, Alter. Was? Joko, ahnst du dich noch oder was? So, jetzt bin ich natürlich fuchsig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier YMCA-Probleme bekomme, wenn ich hier die Mucke anlasse. Das ist mir alles zu heikel. Ich mach das einfach hier mal aus. Oh, guck mal, da ist die Polizei. Moin, Mädels! Moin, Jungs! Motor starten, eh halten. Feststellbremse lösen, Leertaste. Beschleunigung. Ach du Scheiße, Bruder. Hier ist aber auch richtig Alarm im Harz. Ey, was ist das denn hier? Jo, lass mich mal auf die Straße jetzt! Ich muss mich jetzt hier mal zwischenquetschen, du. Was ist hier los? Mach doch mal Mufasa da vorne. Ich werde hier nicht fürs Nicht-Tun bezahlt, oder was, oder wie? Sag mal, habt ihr die Pfanne heiß oder was? Ich fahr jetzt. Sorry, aber ich habe jetzt keine Zeit für solche Spielchen. Sorry. Die Leute waren auch an der Haltestelle. Oh. Hallo. Da war die Polizei, da war mal Abfahrt jetzt, ne? Vollgas. So, wie komme ich jetzt hier raus aus der Scheiße, ne? Das ist schon wieder die Polizei. Oh, der wurde angehalten, das ist meine Chance. Ah! Oh, das hat gescheppert, ich habe es genau gehört. Nicht so schlimm. Ai, ai, ai. Stopp! Na gut, dann weiter. Ja, jetzt stehst du hier mitten auf der Street.
Mann, oh! Was ist denn hier? Warum darf ich hier nicht lang? Ich komme hier zu spät zu meinem ersten Arbeitstag, du! Schön ist das nicht! Falsche Richtung! So, jetzt darf ich mal. Lass mich mal durch! Mann! Ich bin R28, lass mich hier durch! Aber mein Bus geht's gut, mir geht's gut. Ich habe keine Insassen. Ich bin ein echter Gangster. Ich fahre über einen Bordstein. I have a dream that one day I will arrive at the Zop. Oh mein Gott. So. Oh ja, das ist der Zop. Den kenne ich. Jo, das ist Berliner Zop. Bruder, da muss ich aber Schoß. Moin, Meister! Na, heute schon ein paar Koteletten gefuttert, oder was? Der Asi, der sitzt den ganzen Tag da in seinen Kabuff und frisst sich einen rein, ne? Was ein Opfer. Ey, das ist aber wirklich so wie da in Berlin hier der Zopf ist, Alter. Das ist mega geil. Oh, da kommen die ganzen Leute. Oh, wollen die ihre Karte zeigen, oder was? Boah, das war schon Stress genug eigentlich, bin ich ehrlich. Moin, Mädels! Moin, Jungs! Na? Ey, seid nicht so gesprächig, ne? Die holen alle ihre Tickets raus. Ciao. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao? Also zur Begrüßung sagt man erstmal Hallo und nicht Ciao. So, Abfahrt 10.02 Uhr. Ja, das schaffen wir. Darf ich ihn jetzt fahren lassen oder nicht? Ciao. Ciao. Uff. Hä? Sag mal, brennst du oder was? Wie hast du das denn gemacht? Alter, hier will kein Hokuspokus. Raus aus meinem Bus. What's happening? Moin. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Also ich muss schon mal sagen, Papierverschwendung ist gar nicht meins. Ach, Enis Müller! Enis, haha! Da ist er! Plus 4, 9, 5, 5, 5, 8, 4, 6, 3, 2, 4. Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt. Bitte fragen Sie bei der Auskunft nach. Aha, Enis, hast also geschwindelt und die falsche Nummer gegeben, ne? Und auch noch auf Papier ausgedruckt hier den Lappen. Weißt du, wegen dir müssen die Bäume sterben, verstehst du das? Kannst du damit leben, Enis? Kannst du? So. Check-in fehlgeschlagen, Fahrgastticket ist... Echt jetzt? Sie müssen sich irren. Nö. Aha. Und jetzt hast du es doch noch auf dem Handy, oder was? Warum hast du eben nicht abgehoben? Warum schreibst du eine falsche Telefonnummer drauf? Das Ticket. Bitteschön. Jetzt holt er wieder sein Ticket raus. Ich hab Nein gesagt. Nee, das ist nicht gültig. Ach, Müller. Ja, klar. Jetzt wird mir alles klar. Nö, du kommst auf gar keinen Fall mit. Nö, echt auf jetzt? Gar keinen Fall. Sie ich nehme den Herrn Müller. Nein, Herr Müller kommt hier nicht mit. Das kannst du knicken, Alter. Mahlzeit. Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Bin ich hier die Wohlfahrt oder was? Wieso holst du dir nicht vorher eins oder wie? So, hier, Abfahrt. Dankeschön. Ja, komm. Moin. Moin, moin. Ich will ein Ticket kaufen. Och, Mann! Wieso seid ihr alle zu blöd, euch Tickets zu besorgen? Oh. Auf geht's. Und wo ist die Kohle? Auf geht's. Mahlzeit, ist das gültig? Jetzt muss ich aber hier mal nachgucken. So, du stehst nämlich nicht auf meiner Liste, Michelle. Telefonnummer wahrscheinlich auch komplett im Arsch wieder. Und du willst nach Hamburg. Ich hab schon eben was über die HSVer gesagt, Hamburg. Deine Perle kannst du knicken, Digga. Menno. Diese Inkompetenz der Fahrgäste, ne? Die kotzt mich an. Ich wollte mich heute nicht aufregen. So, ihr Bitches. Kurzer Hinweis für alle Fahrgäste. Hier in der ersten Reihe, neben dem Mädel, da sitzt der Enis Müller. Soll dir Ärger machen, wünsche ich mir, dass alle anderen Fahrgäste ihn mit raus befördern, ne? Dann bleiben wir an der nächsten Raste stehen und dann kann er zusehen, wie der Land gewinnt. Gut, ich denke mal, ansonsten ist alles klar. Gute Fahrt. Und wer hier pupst, der fliegt, ne? Ist klar. In meinem Bus hier, da wird nicht gefurzt. Sag mal. So, wir hören noch mal im Radio rein, was da so abgeht. Entdecke jetzt diese Weihnachtshammer bei Lidl. Milka-Schokolade, die 100-Gramm-Tafel nur 57 Cent. Und mach dir dein Zuhause schön mit einer großen Auswahl an frischen Schnittblumen und Sträußen. Jetzt in deiner Filiale. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Alter, in Schwerin machen wir erstmal einen Halt beim Lidl. Ich hab grad gehört, da gibt's günstig Milka-Schokolade. Ich hau mir den Tank hier erstmal dann voll damit. Ansonsten, Zündung. Oh, Ansage abspielen. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. So, weh, hier heult jetzt einer rum. So, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen auf die... Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Ja, ist mir nur Lachs. Zum Glück hat er nicht gemerkt, dass ich über Rot gedüst bin, ne? So, da hinten ist die Kacksäule von Berlin und der Kackturm, der ein bisschen Strahlung abwirft. Nur damit ihr das mal mitbekommen habt, ne? Ihr scheiß Touristen, so. Oh, links. Astrein eingeparkt hier in die Kurve. Lenkfehlverhalten? Kein Alkohol am Steuer. Alter, ich bin trockener als deine Mutter. Was willst du von mir? Der überholt mich.
Sag mal, wo sind wir denn hier? Oh! Vorsicht. Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Oh mein Gott. What's happening? Oh mein Gott, ich hab einen Zauberbus. Der hat sich einfach wieder aufgestellt. Ehre im Arsch. Ich will ein Busfahrer sein. Das wäre wunderbar. Ein Busfahrer möchte ich sein. So wie du. So wie du. Ich glaube, wir sind ein bisschen schnell. Ey! So ein Rowdy. Ja, echt. Hallo? Ah! Der fährt einfach weiter. Guck dir die Scheiße an. Ja, tatütata, Polizei. Hier, schwerwiegender Unfall auf der A10. Polizei, guck nur zu, da war. Oh, ich muss weiterfahren. Das war Klose. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Was? Polizeikontrolle oder was? Polizeikontrolle fehlgeschlagen? Nicht, dass sie mich jetzt verfolgen. Ach du dickes Ei, Margarete! Gibt es hier keine Heizung? Boah, du hältst jetzt mal deinen Sabbelkiefer. Was ist da los mit dir? Sag mal. Sag mal, hast du nicht gesehen, dass ich fahr wie ein Besoffener oder was? Lidl? Kommt der von Lidl? Könnten Sie bitte etwas heizen? Sag mal, ich hab 20 Grad. Sag mal, willst du hier Sauna oder willst du Bus? Wir machen jetzt hier schöne, gemütliche 28 Grad. So, wir sind jetzt hier runter von der Autobahn. 100 Kilometer noch. Was sollen wir denn jetzt so lange noch machen, du? Oh, hier stehen einige Autos. Vorfahrt achten. Yo, Achtung, ich hab Vorfahrt. Seht ihr? Oh, vor uns ist Polizei. Dann entschuldigen wir uns mal eben, dass wir nicht in die Kontrolle gefahren sind, ne? Hallo, Herr Officer. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Die Polizei ist weggespawnt. Ich habe die Polizei gelöscht. Die Hupe hört sich auch nicht mehr ganz gesund an. Bin ich early. Das ist ein Problem. Ah! Wow! Ich werde sie verklagen. Wow! Wir haben die so weggemacht. Die existieren einfach nicht mehr. Alles verschüttet. Danke. Kein Problem. Sei froh, dass wir noch leben. Bin ich early. Hat dieser Bus keine Klimaanlage? Alter, die einen sagen zu kalt, die anderen sagen zu heiß. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Ich bin der Busfahrer, dem die Leute vertrauen. Doch nachher muss ich mal wieder nach Spandau. So, wir fahren hier ganz schnell vorbei. So, ist grün. Ja, perfekt. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? In deiner Mutter, aber da habe ich nur Parken geübt. Oh, guck mal, wir sind schon in Schwerin. Moin, Meister. Schwerin, Busbahnhof. Hässlich wie die Nacht. Boah, ihr seid aber schnell. So, was wollt ihr jetzt alle noch von mir? Ihr seid fertig, ne? Gut. Gucken wir nochmal, was im Radio läuft. König und Platten. Für beste Neu- und Vorführwagen von Hyundai. König und Platten. Für Top-Verkaufspersonal und super Angebote. König und Platten. Also manchmal bin ich einfach nur traurig.